Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Duels. Und nach dem Budget Deck gestern hatte ich nochmal richtig Bock, mit der Meisterin der Marionetten zu zocken. Das Gute ist, wir haben sie hier zur Verfügung. Ich kombiniere das Ganze aber nicht mit den versteckten Vorräten, die wir auch gestern in dem Budget Deck gesehen haben. Ich wollte ein bisschen was anderes ausprobieren, weil ich glaube, das ist echt eine gute Möglichkeit hier für Magic Duels, wenn wir hier andere Voraussetzungen, wir können ja die Rares nur zweimal spielen. Ich versuche das Ganze mit dem metallenen Koloss zu kombinieren, also ein bisschen, ja, so Koloss-Affinity, also den Gegner mit dem 10-10er unter Druck setzen. Alternativ ist aber auch der Koloss später hier ein Sacrifice-Outlet, weil sobald er einmal im Friedhof ist, können wir ihn beliebig oft hier aktivieren. Wir opfern zwei Artefakte, dann geht seine Fähigkeit auf den Stack und dann können wir noch mal zwei opfern und das einfach so immer wieder auf den Stack legen. Eigentlich ist das natürlich nicht so gedacht, aber so können wir halt auch immer wieder zwei Artefakte opfern. Ist natürlich sehr gut mit der Meisterin zusammen. Ja, der Rest zeigt hier nochmal die Mana Base. Ansonsten, wie gesagt, bei mir auf der App und im Blog findet ihr die ganzen Decklisten ja dann auch nochmal komplett, falls ihr das nachbauen wollt irgendwie. Wir haben hier ein paar gute Karten, auch Erzengel Avacyn aus dem Top-Listen-Engel-Video und ja, der Rest ist eigentlich so typisch Affinity-Karten, Eldrazi-Verdränger, um Zeit zu kaufen, ein bisschen Flicker und ja, ein paar wichtige Spells, ein paar Artefakte und ja, ist eigentlich ein relativ einfaches Deck, bisschen Token-Mechanik, aber ja, eben zwei Kill-Möglichkeiten, wir haben auch ein paar Fahrzeuge und ansonsten Meisterin plus der metallene Koloss. Ich bin gespannt, wie das Ganze performt. Wir sehen uns dann jetzt zum ersten Spiel. Viel Spaß bei dieser Episode. So, der erste Gegner ist gefunden, Rang 26, wir sind auf 28 und ja, vielleicht hätte ich nicht ein ganz so neues Deck spielen sollen, weil wenn wir jetzt zwei Spiele gewinnen, bin ich endlich mal Rang 30, aber ja, mal sehen. Die Startdaten ist auf jeden Fall akzeptabel, wir haben einen 2-Drop, der nicht super krass ist, aber okay und wir haben zwei Mana-Artefakte, wenn wir beide ausspielen, wird der Koloss direkt um 6 billiger und wir können mit der Evolving Wilds eröffnen und uns damit eine Ebene raussuchen. Das mache ich auch jetzt, weil das Spiel mich ja gerne manchmal trollt. So. Und dann haben wir eigentlich einen akzeptablen Start. 2, 3, Turn 4, Turn 5. Müssten wir sogar den Koloss legen können. Und ja, der braucht halt Hard Removal. Die ganzen Temposachen, die es hier gibt, à la Fatal Push, funktionieren da nicht. Da muss halt schon was Richtiges drauf. Können wir mal gucken, was passiert? Oh, gleiche Eröffnung. Absolute Mirror eröffnen. Eröffnung. Aber wir haben weniger Länder im Deck. Weniger Karten im Deck. Er hat irgendwie drei Karten mehr im Deck. Wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das immer Absicht ist. Aber ist okay. So, wir haben einen akzeptablen Start. So, jetzt würde ich auch gerne keine Länder mehr ziehen. Es reicht jetzt. Nicht die Super Flood mal wieder. Hatte ich ja auch schon mehr als oft genug hier. Okay. Wir sind halt jetzt nicht so das super Late-Game-Deck wie das Treasure-Deck, welches ich als Budget-Deck gebaut habe. Sondern, ja, wir sind halt eher so Combo-Koloss. Zack. Aber das kann auch gut funktionieren. Kann man auch sehr gut auch als Budget-Deck bauen. Die Karten hier in dem Deck sind alle nicht sehr teuer. Man muss eigentlich dann nur, wenn man das in Paper dann spielen will, würde ich halt viermal den Wohnwagen spielen, viermal den Koloss, wahrscheinlich drei bis viermal die Meisterin der Marionetten. Man hat einen sehr nicen Ramp, die Kolossis und das ist dann schon ganz cool. Einfach die guten Karten des Decks einfach auf vier auffüllen, ist relativ leicht. Und wir spielen gegen Absahn, da ist noch Grün dabei. Also vielleicht doch ein Good Stuff Deck. Wird sich zeigen. Ich bin verwirrt. Warum? Was ist denn los? Dass so krass die gleichen Karten gespielt werden, hatte ich auch noch nicht oft. So, der hat Bemann 3. Wir könnten... Wobei ich... Ich würde, glaube ich, lieber eher das Board entwickeln, anstatt hier einmal noch anzugreifen. Obwohl, wenn wir jetzt für 7 angreifen, geht er auf 11. Und nächste Runde... Na, das reicht nicht. Nee, wir machen lieber den Development-Turn und legen mal ein paar Karten aufs Feld. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Servo-Tokens, weil wir haben die Meisterin der Marionetten am Start. Mehr Artefakte im Play, immer gut. Jetzt können wir halt nicht angreifen mit dem einen, der ist jetzt getappt, aber ich denke, das ist in Ordnung, weil wir schon relativ viel Schaden haben. Wenn wir sie nächste Runde ausspielen mit Fabrizieren, hat sie 4 Stärke, dann haben wir schon mehrere Artefakte hier im Spiel. Das sind 4 Schaden pro.
Wir könnten zum Beispiel nächste Runde 1, 2, 3, 4, ja, noch ein Land. Ein Land wäre tatsächlich gut auf dem Spot. Dann könnten wir sie legen, das Ding bemannen. Ah, wir haben keinen Mana, um zu opfern. Vielleicht erstmal den Koloss ausspielen. Unser Gegner ist auf jeden Fall gut unter Druck, würde ich sagen. Gideons Eid. Okay, die Tokens interessieren uns wenig. Sind auch nur zwei. Das könnte... Ja, Fatal Push ist auch relativ egal. Sehr schön. So, er kostet 6 weniger. Ihn könnten wir also für 4 legen. Der Koloss ist halt nicht ganz so stark gegen so viele Token. Trotzdem würde ich mal sagen, casten wir ihn. Die Meisterin ist noch nicht ganz so gut. Und dann bemannen wir. Und zwar beide. So, der Koloss steigt in den zweiten ein. Und dann hitten wir mal für 10. So. Das sieht doch solide aus. Und nächste Runde, blockt er beide? Oder geht er auf 11? Er blockt beide, okay. Okay, dann hat er vielleicht Hard Removal für den Koloss. Dann können wir aber machen, was wir wollen. Nächste Runde. Und das wäre natürlich richtig geschmeidig für uns. Und unser Combo-Deck, oh mein Gott, das funktioniert sogar. Also ich war schon davon überzeugt, dass das relativ gut funktioniert. Aber es macht auch noch mega Spaß dabei gerade. Und ja, bin noch ein bisschen still. Bin noch ein bisschen am Überlegen, wie ich meine Züge hier gestalte. Ist nicht ganz so einfach, das Deck, aber mega cool. So, oh, Jahennis Expertise. Alle minus 3, minus 3. Ach, wir haben keinen Mana. Ja, ist aber nicht so wild. Bisschen schade mit der Meisterin, weil unsere Artefakte jetzt gehen. Dafür treten wir unsere Gegner für 10 nächste Runde? Das ist auch okay. Oder sogar für 15... Wenn wir noch mit einem Wohnwagen angreifen. Je nachdem, was er jetzt hinterherlegt. Er kann jetzt noch eine Karte umsonst spielen. Wow, heftiger Zoom-Effekt vom Spiel. Eine Nissa, Mist, die macht den Token. Ne, die macht einen... Die macht noch einen Pflanzentoken. 1, 2, 3, 4. Trotzdem greifen wir mit beiden an. Dann blockt... Ja, wir töten... Töten wir die Nissa? Ich glaube, wir töten einfach die Nissa. Ja. Ja, klingt nach einem Plan. Wir spielen die Meisterin. Die bemannten Fahrzeuge. Und wir greifen mit beiden die Nissa an. Oder wir greifen mit ihm an. Dann geht er auf 11. Er macht noch mehr Token. Das ist so nervig. Die 0-1er Tokens sind gut für... Sind so gut für ihn. Trotzdem. Das muss das richtige Play sein. Obwohl, wenn er jetzt angreift. Nee, da können wir noch nichts machen. Wir töten. Die Nissa. Tatsächlich. Das gibt's doch nicht. Wollen wir den Koloss opfern? Noch nicht. Noch nicht. So. Oh, das wird so knapp. Das ist knapp. Unser Gegner hat auch nicht super viele Handkarten. Gut, er hat jetzt einen sehr, sehr, sehr guten Blocker für unseren Koloss. Wir haben aber immer noch die Marionettenmeisterin hinten dran. Und ja, die macht 4 Schaden für jedes Artefakt bei uns, was auf den Friedhof geht. Wir haben einen Removal. Ja. Können wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir was Gutes nach. Wir opfern eine Kreatur. Jetzt nehmen wir den Koloss.
Er macht potenziell ja viel mehr Schaden. So, jetzt müssen wir nämlich nur ein zweites Artefakt ziehen, dann haben wir nämlich gewonnen. Es sei denn, er hat jetzt noch ein Removal für sie. Letzte Handkarte, wir können nicht gegen zwei Handkarten irgendwas machen. Oder drumherum spielen, das lohnt sich nicht. So, wenn wir jetzt ein Artefakt ziehen, haben wir gewonnen. Eigentlich. Dann kommt nämlich, wir spielen das Artefakt aus, opfern zwei Artefakte und ja, es sind 8 Schaden. Komm schon. Kombo-Kombo-Modus. Das muss ja auch was bringen, dass wir den Gegner genau auf 8 bringen. Komm schon. Oh, Sorin kann Lebenspunkte machen. Mit seiner X-X-Fähigkeit. So, komm. Artefakt von oben. Natürlich ein Land. Wir können aber auch... Nee, wir können ihn auf 4 bringen. Ah! Können wir nicht aktivieren. Ah, oh, will ich das Removal benutzen und ihn auf 4 runtertreten? Das bringt's aber auch nicht. Wir greifen einfach an. Und zwar ihn. Für 4, er blockt ja eh. Oh, der Sorin. Ärgerlich. Wir hatten quasi den Kill. Wir hatten den Kill. Das gibt's nicht. Ein Artefakt. Fiolen der Alchemisten. Oh, es ist so viel in diesem Deck noch drin, ne? Ja, und jetzt Sorin. Ah, der macht so viel Leben. Nein. Er darf sich keine Lebenspunkte machen. Das ist das. Komm, zieh eine Karte. Nee, er macht minus 6, oder? Was? Wie gierig kann man sein? Oh, bitte. Hab ihn selbst getötet. Komm, er hat sich jetzt selbst getötet durch den Move. Er kann mir doch nicht noch eine Chance auf einen Draw geben. Komm. Bestraf ihn, Deck. Das ist doch nicht normal. Warum diese Karten? Die sind einfach beide schlecht. So, jetzt könnten wir Sorin angreifen. Damit er nicht sie abschießen kann. Was hat er sich rausgesucht? Jetzt habe ich gar nicht darauf aufgepasst, weil der letzte Zug so schlecht war. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Er kann nicht bemannen. Oh, ist das ätzend. Wenn wir das Ding halt am Leben behalten, ist das gar nicht so schlimm, wenn er auf 8 bleibt. Deswegen machen wir das. Wobei das X Lebenspunkte... Oh Gott. Das ist noch schlimmer. Eigentlich müsste er mit einfach minus 6 machen, dann hat er gewonnen. Weil ich habe ja keine Handkarten. Nur wir hatten 2 Runden, um nur ein Artefakt zu ziehen. Das gibt's doch nicht. Oh, es war so gut. Es war so gut. Wir hätten nur den Koloss aktivieren müssen. Oh, es war so gut. Komm, mach plus. Plus den Sorin. Bitte. Ja. Digga. Okay, jetzt habe ich... Ah, Mist. 4 Lebenspunkte hat er jetzt auf der hohen Kante. Mist, aber ich darf nicht mehr angreifen. Das ist genauso blöd. Hat er noch Glück, dass er die Karte zieht? Das gibt's doch nicht. Und er tappt sich auch. Ah, ne, er tappt sich nicht aus. Oh nein, schicke eine Kreatur ins Exil. Ernsthaft? Plus? Ach, wie kann man das denn so schlecht spielen? Das ärgert mich total, wenn ich sowas verliere, solche Spiele. Da kommt dann der Competitive-Spieler in mir durch, weil wie kann man das Ding denn am Leben lassen mit dem Koloss im Friedhof? Komm. Zieh ein Artefakt-Deck. Ich möchte nicht mehr. Das ist zu traurig für mich.
Ich habe irgendwie 25 Artefakte gefühlt im Deck. Wir haben noch 2 Smugglers Copter, 4 Fiolen, 2 Laternen, Kreaturen noch? Oh, ich weiß es nicht. 2. Koloss. Weil den 2. Koloss könnte ich nicht casten. Gerade meine Maus hochgeworfen. Hat das... Ja, go. Er hat sich nicht... Ja, doch, er hätte sich... Ja, doch, hier war noch ein Mana für das Blessed Alliance, aber... Wie kann man das denn so wack spielen? Das gibt's doch nicht. Wow. Ja. Planeswalker Boy. Ganz klare Empfehlung, wenn man ein Planeswalker Deck spielt, spielt das Deck aggressiv und nicht so auf Value, sonst verliert ihr die Spiele nachher sinnloserweise. Das ist total nicht gut. Weil er hätte sich schon 3-mal quasi selbst getötet. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den Fagen animieren können. So, ich will nicht mehr. Blödes Spiel. Ich gucke jetzt nächsten Drawstep an. Dann gehe ich in die nächste Runde. Los. Drawstep. 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 Ich will von dem Spiel sehen. Ich will nur die nächste Karte sehen. Wow. Danke, Magic Duels. Oh, ich freue mich so auf Magic Arena, Leute. So, sofort nächstes Spiel. Cut. Wir brauchen jetzt eine Rückrunde. Ganz dringend, um den Kopf frei zu kriegen. Rückrunde gegen die Planeswalker. Boah, jetzt will ich meine Revanche. Jetzt will ich meine Revanche. Geil, genau die gleiche Person nochmal gefunden. Die Hand ist nicht gut, aber die Hand ist okay. Oh, hier werden auch 2 Artefakte. Oh, ich habe ja noch die ganzen Fabrizieren-Karten im Deck gehabt. Oh nein, Flashbacks vom letzten Spiel. Ich hatte so viele Outs dazwischen. So viele. Ich hätte alles Mögliche ziehen können. Okay, so. Konzentration. Neues Spiel, neues Glück. Ab geht's, Freunde. So, komm, das rocken wir jetzt. So, Copter auf 2. Ah, nice Draws. Nice. Copter auf 2, Waffenbaukunst, Enthusiast auf 3. Angriff mit dem Copter. Wirft vielleicht irgendeinen Krempel ab. Müssen wir mal gucken. Dann Wohnwagen, dann Koloss. Oh, klingt nach einer netten Kurve. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen. So, die Nissa ist uns erstmal egal. Ja, wir haben auch so ein gutes Removal. Wir haben natürlich auch das Premium-Removal im Deck. Hätten wir auch Planeswalker mit abschießen können. Am Anfang die Nissa. Hätten wir sofort gewonnen, weil er keine Blocker mehr hätte. Naja, okay. Wollen wir mal nicht jammern. Oder ich möchte mal nicht jammern. Aber das letzte Spiel, da ein bisschen jammern durfte ich doch wohl, oder? Ja, 2 farbige Servos. Dann wird mannen. Zup, zup. Und dann fliegen wir mal eine Runde. Direkt Druck aufbauen. Wir sind halt aggro. Wir sind eher so ein bisschen aggro mit dem Deck. Ja, bitte. Zugriff der Dunkelheit. Auch nicht schlecht. Die sind alle nicht so schlecht, die Karten. Ich überlege fast, ob ich echt das Land abwerfe. Ja. Wir können eigentlich alles andere casten. Ist ein bisschen gierig, weil wir jetzt nächste Runde keinen Landdrop haben. Aber nur wenn wir jetzt gierig spielen, gewinnen wir. Außerdem hat unser Gegner ja wohl das gierigste Magic-Spiel aller Zeiten letzte Runde hingelegt mit, nö, ich lasse die Meisterin hier der Marionetten 3 Runden im Spiel und aktiviere einfach nur Planeswalker, obwohl ich sie 7-mal hätte zerstören können. Das nenne ich gierig. Da darf ich mein Land diskarden. Wir greifen ja auch noch nächste Runde nochmal an. Wir haben ja Drawstep, greifen an, notfalls ist da noch ein Land dabei. Ansonsten ist halt Wohnwagen und so, sind halt alles gute Plays. Wir gucken mal. So. Ja, greifen wir. Hoppala.
Sind wir jetzt schon in die... Wechseln wir in Declare Attacks oder sind wir in den Declare Attacks? Oh, dieses Spiel und seine Phasen. Verwirrt mich jedes Mal. Oh Gott. Okay. So. Ja, bitte. Ah, da ist das Land. So, will ich das... Ich will den Weltenaufstand absäbeln, oder? Obwohl, der ist relativ gut. Hm. Haben wir noch einen zweiten von im Deck? Ah, der ist im Late Game zwar okay, aber... Ist jetzt nicht so wichtig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Möglichst viele Artefakte ins Spiel kriegen, ist jetzt der Plan. Ether-Knotenpunkt, dann Wohnwagen des Züchters. So, und dann Fiole des Alchemisten. So. Sehr schön, er macht das Mana für die Fiole. Wunderbar nach vorne gerannt. Blessed Alliance, nicht schlecht. Cool. So, jetzt haben wir... 7. Koloss kostet 4. Das ist auch ganz nett. Jetzt gibt's Agro, Leute. Jetzt fehlt nur noch die Meisterin der Marionetten. Dann ist richtig Party angesagt. Ansonsten schmeißen wir nächste Runde wahrscheinlich das erste Mal mit Removal um uns, oder? 4, wobei Koloss für 4 fehlt ein Mana noch. Schlofener Schlot. Das ist in Ordnung. Ihm fehlen anscheinend Länder. So, ab dem nächsten Zug kommen auf jeden Fall größere Planeswalker. Und da müssen wir uns drauf vorbereiten. Deswegen würde ich gerne das Board ein bisschen aufräumen. Vielleicht auch mit dem Wohnwagen, aber auch tatsächlich Radiant Flames. Okay. Dann legen wir auf jeden Fall den Koloss, würde ich sagen. Oh, zweiter Wohnwagen. Einmal rechnen. Das ist jetzt auf... Ach, das ist immer noch 7. Damit geht er auf 1. Dann haben wir noch 2. Oh ja, das sieht gut aus. Machen wir so. Dann kostet der 1. So. Dann... Da unsere Hand sehr gut ist, möchte ich jetzt lieber 5 Schaden mit dem Wohnwagen machen. Ist schließlich eine, ist eine 3-Runden-Clock. Sehr gut. So. Und dann ist der Koloss natürlich lethal, weil er auf 9 geht und dann kann er ihn nicht durchlassen. Hier können wir auch einen Blocker verhindern. Plus wir haben Doppel-Removal. Das ist kein richtiges Removal, aber Doppel-Removal. Ja. Was hast du zu bieten, Freund? Diesmal ziehe ich nicht nur 7 Länder hintereinander. Liljanas Ei. Okay, diesmal spielen wir... Nee, diesmal können wir nichts tappen. Da geht der Koloss. Na gut, kannst du nichts machen. Schade. Ja, dann brauchen wir unbedingt eine Kreatur nächste Runde. Komm, Kreatur. Den machen wir für die... Auch wenn er Mass Removal hat, machen wir es für die Servo-Tokens. Und dann bemannen wir mal den Top da. Power 3 kriegen wir ja leider nicht zusammen. Haben aber unser Removal offen. Und ich glaube, die gesegnete Allianz kann gehen. Je nachdem, was wir jetzt ziehen. Vielleicht ziehen wir auch was irgendwie... Ja, die Erfindermesse möchte ich tatsächlich haben. Wir verabschieden uns von der Blessed Alliance. Und dann legen wir das Land. Wunderbar. Damit können wir uns nämlich notfalls zweiten Koloss oder irgendwie fehlendes Artefakt irgendwas raussuchen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und können jetzt auch noch Removal spielen, falls er eine Kreatur hat. Wir haben sogar 3 Mana, um einen Planeswalker abzuschießen. Aber eventuell töten wir unseren Gegner auch einfach. Mit dem Koloss. Oder? Koloss raussuchen. Koloss raussuchen kostet 4. Dann spielen wir ihn für 1. Dann kann ein Koloss das Ding bemannen. Und ein Token das. Das sind 9 Schaden insgesamt.
Okay, was macht Tamio? Gegen die spiele ich so selten. Ist das die, die Karten ziehen lässt? Oder enttappen die jetzt nicht mehr? Oder was genau macht sie? Immer wenn diese Kreaturen Kampfschaden, ziehe eine Karte. Ja, okay. Ja, die werden keinen Schaden machen. Leute, ich glaube, wir haben es. Hä? Ach nee, sie sind getappt. Und sie enttappen eine Runde lang nicht. Ach, das war der zweite Effekt. Ah. Warum tappt der nicht die Wohnwagen? Huch. Oh nein, den Zombie, an dem habe ich gar nicht gedacht. Ach so, okay. Ach ja, ein Step. Mit ihm können wir Tokens zerstören. Kurz gucken. Für drei legen. Für drei aktivieren. Dann ist der Token weg. Wir greifen für fünf an. Reicht nicht. Mist. Dann das schießt das ab. Moment, wir spielen ihn. Haben wir zu wenig Mana für. Ich habe gerade kurz überlegt. Eldrazi-Verdränger flickert den Enthusiasten. Geht aber auch nicht. Er kann nicht blocken. Okay, wie viel Mana haben wir? Oh Gott, die Zeit läuft. Das kostet 4. Koloss für 1. Reicht auch nicht. Da fehlt ein Mana für. Gibt's doch nicht. Ich will aber angreifen. Dann Displacer. Dann bemannen. Dann schießen wir das Ding ab. Und dann greifen wir an. Und zwar ihn. Ja. Fatal Push. Nice. Können wir dagegen was machen? Flickern können wir nicht. Jetzt könnten wir allerdings den Koloss aktivieren. Opfern das. Und den Servo. So, jetzt verpufft seinen Fatal Push auch. Das ist okay. Leider kostet er jetzt nicht mehr ein Mana, aber ist okay, wir haben ihn auf der Hand zurück. So. Oh, das wird knapp. Ich will das gewinnen. Ich will das gewinnen, das Spiel. Komm schon, Deck. Puh. Spannendes Spiel. Spannendes Match, muss man aber meinem Gegenüber lassen. Coole Spiele. Oh je. Nein. Nein. Nicht Chandra minus 3. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich ja fast die Planeswalker kaputt machen. Gut, wir haben Removal, aber es ist so nervig. Fiole ist ein ganz guter Draw. Macht den Koloss 2 billiger, zieht eine neue Karte. Ist definitiv gut. Land. Ist die Frage, wie teuer ist er jetzt gerade? 2. Will ich mit dem Smugglerscopter angreifen? Oder will ich... Wir können ihn ja mit dem Koloss sowieso töten. Also ich glaube, wir sollten dem Smugglerscopter die... Chandra? Nee, Chandra ist mir egal eigentlich. Wir machen die Tamio kaputt.
Ja. Ah, das hätte ich noch zum Discarden behalten wollen. Ich habe es nur ausgespielt, damit ich meine Removal spielen kann. Verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Removal ist besser. Wobei, so wichtig ist der Gideon nicht. Er macht nicht so richtig Tempo. Das Emblem ist nicht so... Wobei, das Emblem hätte den Wohnwagen auf plus 1 gepusht. Ist, glaube ich, nicht so relevant. Die Chandra darf er auch aktivieren. Das wird aufgehoben für was wirklich Wichtiges. So, und jetzt mit den Fiolen... Komm schon. Kein Opfereffekt für den Koloss. Er darf keinen Opfereffekt für den Koloss haben. Come on, Deck. Come on, Deck. Nein. Schickt die Kreatur ins Exil? Oder was macht er? Aber diesmal benutzt er alle richtig. Alle Sachen richtig. Und da kriegt er auch wieder einen Zombie-Token für. Und der exiled, ne? Wir kriegen ja auch nicht weggeopfert jetzt irgendwie. Ne. Kriegen wir 10 Lebenspunkte für. Toll. Oh, wie gut Eldrazi das Placer ist. Wäre. So, wollen wir unser Mana nutzen? Für irgendwas. Ja, wollen wir den Ajani töten? Oder wollen wir die Channa? Wollen wir den Ajani töten? Ich will mein Mana nutzen. So, nächste Runde. Ja, gut. Können wir die Messe benutzen? Ha. Cool. Fair. So. Ja, das war's für unseren Zug. Immerhin, wir sind die Planeswalker los. Und auf 30 Leben. Er ist auf 6. How about Meisterin der Marionetten und wir haben sofort gewonnen. Das würde mir gefallen. Das würde mir sehr gefallen. Wo ist die Meisterin, wenn man sie braucht? Komm. Na? Na? Wir haben gute Outs. Wir haben gute Outs. Er ist auf 6. Komm schon, Deck. Wir haben so viele Fahrzeuge, die fliegen. Das Ding fliegt auch, ne? 6 Power fliegen. Komm schon, wir haben echt gute Sachen. Meister der Marionetten. Komm, irgendwas. Geil, good job beim Aktivieren. Das ist mir früher auch immer passiert. Das ist richtig ärgerlich. Aber jetzt passiert das auch mal gegen mich. Ich hatte so viel Pech im letzten Spiel. Komm, Deck. Komm. 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 Nein. Damit... Ah, ja, komm, getappt. Ah, Koloss. Moment. Moment. So, wir opfern das. Der Koloss kostet 0. Der Koloss kostet tatsächlich 0. Wollen wir uns den gönnen? Ja, ne? Damit gewinnen wir doch. Eventuell, wenn er keinen Removal hat, gewinnen wir damit. Schauen wir mal. So. Dann Koloss. Bestätigen. Land. Koloss. Koloss bemannt das Schiff. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und? Komm. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich gehe eine angreifende Kreatur opfern. Ah, und er macht sich auch noch 4 Lebenspunkte. Mies. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ist das ein krasses Spiel wieder? Eine geile Runde! Puh, komm schon. Deck.
Lass mich nicht hängen. Wohnwagen des Züchters. Ja, mein Ding. So. Ich krieg's halt auch nicht hin mit zwei... Doch, nächste Runde krieg ich's hin mit zwei Kreaturen anzugreifen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, mach mal. Okay. Okay. Geht er auf 12? Okay. Ist kein Blessed Alliance, Mana. Okay. Ich bin sehr skeptisch, wie ihr vielleicht gerade raushört. Nee, weh, der Steck spielt Fog. Das verkrafte ich heute nicht mehr. Noch Nebeleffekt, das verkrafte ich heute nicht mehr. Dann bemannen wir den Top da. Sagen, der Zombie kann nicht blocken. Und dann greifen wir mal an. Jawohl! Ja! Du. Das will ich jetzt aber doch auskosten. Oh, das war heftig. Krasse, knappe Spiele. Da wäre noch der Weltenaufstand gewesen. Serra Stefano. Vielen Dank für diese beiden Spiele. Und lustig, Hin- und Rückrunde gegen dieselbe Person. Fand super geiler Zufall. Und ja, würde ich sagen, an der Stelle können wir auch hervorragend die Episode beenden. Also, dass das Deck richtig, richtig Bock gemacht. Super cool, richtig geil. Koloss mit dem Marionettenmeister. Hatten verschiedene Ansätze jetzt auch hier in dem Gameplay. Kann ich euch echt nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Als Casual-Deck auch definitiv sehr preiswert umzusetzen. Ist ein cooles Deck. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Episode. Ich muss mich jetzt erstmal wieder eine Runde erholen von den zwei heftigen Matches. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.